auf der Reise- und Campingmesse in Essen. Hier ist heute Eröffnungstag. Die Messe läuft noch bis zum kommenden Sonntag. Heute möchte ich mir alles anschauen. Vom Dachzelt bis zum Wohnmobil, die Touristikabteilung mit den Schwerpunkten Skandinavien und Mecklenburg-Vorpommern. Dazu jede Menge Zubehör. Ab morgen eröffnet dann auch die Fahrradmesse. Ich bin in der Halle 6 und ich sehe hier Dachzelte von Leica Camper. Und wenn ich das richtig sehe, das ist der Chef vom Ganzen hier. Dieter. Hallo Volker. Hallo Dieter, schön dich zu treffen hier. Ja, ne? Immer. Gut. Erste Mal auf Messe. Du bist das erste Mal auf Messe. Erste Mal auf Messe, ja. Ja, wunderbar. Als Aussteller und Besucher zugleich. Ja, mehr Aussteller. Ja, wunderbar. Ja, was machst du hier? Ich habe gehört, du hast dich selbstständig gemacht. Hm? Ich habe mich selbstständig gemacht, ja. Mit der Firma Leica Camper zusammen mit meinem Freund Jens Hünecke. Ja. Wir kommen aus dem Paderborner Land. Das ist meine Tochter Jonah, die uns heute hier ein bisschen unterstützt. Da ist er. Ja. Und wir haben uns überlegt, aufgrund einer Bekannten von Jens, die sich für Dachzelte interessiert, sich mal mit Dachzelten zu beschäftigen. Und da wir nichts Passendes so gefunden haben, haben wir uns überlegt, okay, gucken wir doch mal, ob wir das selber hinkriegen. Und das haben wir jetzt hier, das Ergebnis. Und wir haben halt sehr viel Flexibilität drin. Wir können es hier auf dem Auto mit einer Markise montieren. Wir können es zum Beispiel auch auf einem... vorne haben, Anhänger machen mit einem Dachzelt. Wir können Ausschubsysteme, wir sind Partner von Boxio mit implizieren und haben dort eben wahnsinnige Variationsmöglichkeiten, wie wir mit einem Dachzelt unterwegs sein können. Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Ja, schauen wir mal. Das ist das kleine Zelt. Wir haben ein Standardmaß von 2,10 m x 1,35 m. Das ist dann auch die Liegefläche, wo wir dann uns überlegt haben, dass wir es einmal nach oben hin mit einer Dämmung versehen. Dachzelte dämmen, viele sagen, macht keinen Sinn. Wir sagen, wegen der Feuchtigkeit macht das doch sehr viel Sinn. Deswegen haben wir auch unter unserer Matratze eine Antitransparentunterlage, wo man dann zusätzlich noch Schlafkomfort hat. Mit einer guten Matratze, Kaltschaummatratze drin, sodass man dort dann, wenn man nicht unbedingt noch einen Topper drauf macht, ganz gemütlich drin schlafen kann. Das Ganze haben wir hier auf unserem Anhänger montiert, wo wir dann zum Beispiel auch unsere Boxio-Systeme, wir sind B2B-Partner von Boxio, mit einbauen können. Wir haben ein Waschbecken, wir haben sogar eine Trockentrenntoilette. Das heißt also, wir können im Prinzip ziemlich autark mit diesem Anhänger unterwegs sein. Natürlich kann man auch noch mit einer, ich sag mal, mit einer Energieversorgung arbeiten, über Solar, mit einer Powerbank, dass man dort dann auch Strom hat. Man kann da Kühlboxen installieren. Es gibt ungeahnte Möglichkeiten mit diesem Anhänger. Und wenn die Frau nach IKEA möchte am Samstag Mittag um 1 Uhr, kann man das mit diesem Anhänger auch machen, indem man einfach die Boxio-Kisten nutzt, um Geschirr einzuräumen oder sonst was. Das bietet sich natürlich an. Ich denke, wenn ich den Hänger sehe mit dem Dachzelt direkt an die Familie, die mit einem 3,5-Tonnen Wohnmobil durch die Gegend fährt, Gewichtsprobleme bei der Zuladung hat, das wäre doch eine Lösung. Und die Kinder fühlen sich doch bestimmt wohl in diesem Dachzelt. Richtig. Einerseits das und andererseits kannst du ja nun auch E-Bikes dort installieren. Diese E-Bikes könnte man in den Anhänger verfrachten. Man könnte den Grill, man könnte seine Getränkekisten in den Anhänger packen. Also alles das, was Gewicht hat, können wir in den Anhänger verstauen, um das Wohnmobil zu entlasten. Und wenn man größere Fahrräder hat, bieten wir diesen Anhänger auch mit einer Bordwanderhöhung an, sodass wir im Prinzip das ganze Paket noch erhöhen. Also da sind auch ungeahnte Möglichkeiten. Man kann hier auch den Deckel öffnen. Wir haben hier die Hydraulikzylinder verändert, insofern, dass wir da stabilere eingebaut haben, die mehr Last aufnehmen können, weil bei einem bestimmten Punkt knallt dir das Zelt runter, wenn du die originalen Zylinder drin hast, die haben verstärkt eingebaut, dass man sich da nicht verletzen kann. Interessante Angelegenheit auf jeden Fall. Ja, ich wünsche dem Familienunternehmen viel Erfolg. Dankeschön. Schön, schön dass ich hier sein durfte. Ja. Schön, dass du da warst. Danke. Dank. Tschüss. Aber auch Bekleidung ist vorhanden. Sucht euch doch was aus. Ich bin nicht auf der Alm, ich bin immer noch in Essen. Tja, was man alles so braucht. Jeder was anderes.
Tja, auch Felgen gehören zum Zubehör. Viel Auswahl hier bei ML. Ich bin ja am Stand von ML-Konzept. Neben mir steht der Sven. Und ich möchte mal schauen, ich interessiere mich für eine Gastankflasche. Weil ich bin jetzt leid, mich mit meinen 11 Kilo Flaschen in jedem Land Europa wieder neu umschauen zu müssen. Wie ist das mit der Zulassung dieser Gastankflaschen? Ist abgesprochen, zum einen mit den beiden Fachverbänden, Gasfachverbänden und mit dem TÜV, dass die so, wie sie hier ist, eingebaut werden darf und auch gefüllt werden darf an den Tankstellen mit den entsprechenden Adaptern, die dabei sind für die entsprechenden Länder, weil hier drin ein Füllstock von 80% ist. Dann haben wir hier oben, das ist ein Ventil. Ah ja. Das begrenzt das Befüllen auf 80%, weil wir 20% Luft oben als Dämpfung haben müssen. Das Betanken ist dann überall möglich, auch in Deutschland. Ich habe da mal gehört, in Deutschland wäre das nicht erlaubt. Ja, da gibt es viele Gerüchte, aber das ist eben abgeklärt mit den, mit den Vereinen und wird auch bei den Schulungen, Gasschulungen mittlerweile so geschult, dass diese Flaschen, so wie sie hier verbaut sind, in Regelkontrollen sind. Das heißt also, die 2,11 Kilo Gasflaschen werden durch diese Alu-Gasflaschen ersetzt. Also wir haben jetzt eine hier drin mit einer Monokontrolle, man kann die auch mit einer Duokontrolle einsetzen. Ja. Wird dann am Füllschlauch kommt ein Y-Stück, sodass beide Flaschen gleichzeitig gefüllt werden. Ja. Wir behalten die alten Schläuche. Man sollte immer einen Filter einbauen, das möchte ja auch Truma schon. Ja. Und kann dann mit der Duo-Control dann wählen, welche Flaschen man haben möchte. Und das wird beim Teilintegrierten, wie ich einen habe, ist das dann... Wenn die Klappe außen ist, dann kommt das in das Fach rein. Ich mache die Klappe auf. Beim Befüllen sollte die Flasche immer zu sein, damit die Drücke beim Betanken nicht in die... in den Crash-Sensor reingehen können, dann mache ich hier auf, nehme meinen entsprechenden Adapter, das ist jetzt hier für Deutschland, da ist diese Liste dabei, die vier Adapter sind dabei, mache den hier rein, gehe mit der Pistole da drauf, mache einen Druckausgleich, befülle die, halte also so lange fest, bis er aufhört, weil er dann automatisch zumacht. Mach meine Pistole wieder ab, den Adapter wieder ab und habe beide Flaschen voll. Ja, perfekte Lösung. Ja, vor allem ich kann auch, wenn ich nur noch ein Viertel habe und meine, ich komme damit nicht aus, jedes Mal vorm Stellplatz nochmal voll machen. Das ist ja eine wahnsinnige Erleichterung, wenn ich in Europa Gas brauche. Mit Sicherheit. Das Tanken kann ich auch fast überall. Ja, manche gehen aber auch hin, haben eine Duo-Control drin, nehmen eine Flasche. Und eine normale Flasche, damit, wenn sie länger auf dem Stellplatz sind und viel Gas brauchen, dass sie dann nicht abbauen müssen und die Flasche dann tauschen können. Ja. Das ist dann immer individuell, wie alles bei mir Okay, der Kollege hat mir gerade schon den Preis verraten. Bei zwei Flaschen mit Gasfilter und Einbau bei ca. 1300-1400 Euro. Messepreis momentan. Messepreis. Ja. Das wäre natürlich ein guter Preis, meiner Meinung nach. Ne? Also die ganzen Mitbewerber sind weit, weit über dem, was wir momentan auf der Messe anbieten. Ja. Habe ich noch bis Sonntag Zeit, mir das zu überlegen. Sollte mich dann schnell entschließen. Bis Sonntag steht der Preis. Ja. Alles klar. Danke. Ich danke. So, ihr braucht einen Scooter. Auch dann seid ihr hier richtig. Dietnitz on Tour. Servus, Glücksi, hallo. Und hallo. Das ist Movi, der erste E-Scooter in Deutschland überhaupt, der eine Straßenzulassung hatte. Aber wir sind der Einzige mit Straßenzulassung und Gepäckträgersystem. Wir helfen dem Camper dabei, die wirklich wichtigen Dinge des Campinglebens zu lösen. Die Probleme, wie kriege ich das Bier an den Stellplatz? Oder noch wichtiger, wie kriege ich das Bier wieder weg? Movi hilft. Und zwar der einzige E-Scooter mit Gepäckträger. Schauen wir mal. Wenn Sie sich die verschiedenen E-Scooter angucken, stellen Sie bei den meisten fest, in dem Moment, wenn Sie in die Stadt fahren, dass Sie ein Problem haben. Denn die meisten E-Scooter können Sie überhaupt nicht anschließen. Die teuren, die haben eine App,
gegen Wegfahren sichern, aber ob das Scheißding schwimmen kann, das können andere feststellen. Der Trick geht immer über einen Sexshop. Aha, ein paar Handschellen kaufen, klack, klack, dann könnt ihr eure E-Scooter festmachen. Wir brauchen das nicht. Ach, Sie haben noch ein paar Handschellen oder nein. Hier vorne, da haben wir einen Haken, ein ganz normales Fahrradschloss durch und ihr seid sicher, könnt einen Kaffee trinken gehen. Dieser Haken allerdings ist die Grundlage für unser eigenes Patent. Das nennt sich Move-It und damit befestigen wir den Gepäckträger an dem Rahmen. Ganz locker, leicht und cremig hängen wir das mal eben hier ein. Jetzt habe ich einen, nach wie vor einen ganz normalen E-Scooter, an dem ich jetzt einen Gepäckträger befestige. Und jetzt können wir die wirklich wichtigen Probleme des Campinglebens lösen. Wie kriege ich das Bier an den Stellplatz? Wie bekomme ich das Bier wieder weg? Ich kann meinen Einkauf platzieren. 6x1,5 Liter Flaschen aus dem Discounter. Alles hier vorne. Ich transportiere sogar meine Gasflasche. Die 5-Liter Flasche transportiere ich hier vorne. Die 11er platziere ich hier hinten und fixiere sie über den Rahmen. Schauen wir mal uns den ganzen Movie an. Er hat einen breiteren Griff als die meisten E-Scooter und aus dem breitesten E-Scooter mache ich mit einer Hand 1, 2, 3 den kleinsten, schmalsten, leichtesten E-Scooter, den wir in Deutschland auf dem Markt haben, mit 12,8 Kilo Gewicht. Wenn Sie mal schauen, sehen Sie, der steht vorne höher als hinten. Der Lenker geht nach hinten und dann nach vorne durch. Und insofern wandert der Schwerpunkt nach hier hinten und die Gefahr, bei einem Schlagloch vorne überzusteigen, ist deutlich minimiert. Gucken wir uns mal den Komfort an. Wir sehen da vorne ein Federbein. Das Brett, wo mein Fuß draufsteht, ist eine Gummierung von 3M. Die absorbiert die Schläge ab. Der Vollgummireifen federt und auch hier habe ich deutlich mehr Spiel als bei den meisten Fahrzeugen. Der ist in der Tat dafür gemacht, um über Stock und Stein zu gehen und die Schläge abzufedern, dass sie nicht direkt auf die Knochen gehen. So. Burkhard, ich danke dir für die Vorführung. Ja, Mensch, Dieter. Vielleicht stehen wir mal wieder irgendwann nebeneinander und dann schnacken wir abends mal. Ich muss jetzt noch ein bisschen hier die Stellung halten und du hast den Vorteil, du kannst die ganze Messe angucken. Du musst arbeiten, ich gehe spazieren hier. So sieht das aus. Gut. Alles war, hat mich sehr gefreut, dich wiederzusehen. Gerne. Viele Grüße an deine Zuschauer und gute Reise. Mai, danke schön. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Ja, in Halle 6 finden sich auch die Zelte. Soweit meine Eindrücke zur Halle 6. Es geht weiter. Hier bin ich gerade in der Galerie. Viel Fremdenverkehr zu sehen, werde ich jetzt mal durchgehen. Hier ist der Themenschwerpunkt Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ihr hier was essen wollt, hier seid ihr richtig. Hier bin ich in Halle 3. Hier stehen Wohnmobile, Wohnwagen, aber auch Zubehör. Das hier ist ein Knauskastenwagen. Und zwar ein Boxlev. Hier stehe ich vor einem Vollintegrierten. Gehen wir mal rein. Hm.
Ja, sieht doch gut aus, Herr Knoss. Es wird nicht geparkt hier auf der Messe. Aber was ist das denn? Schauen wir mal rein. Hinten ein Querbett. Duschraum. Sogar relativ groß. Ein Zwei-Personen-Fahrzeug, ganz klar. Der Stand von Hümer. Für mich immer wieder interessant. Fahre ich da einen kleinen Hümer, einen Dorado. 4x4 liegt in Trend. Das ist auch hier so. Hier sehe ich ein neues Modell. Basis ist der VW Crafter. Von innen wurde das Wohnmobil nicht neu erfunden, aber geht ja auch gar nicht mehr. Was gibt es bei Detlefs? Auf jeden Fall viel Auswahl. Da waren wir gerade drin, ein teilintegrierter, 7,41 Meter lang. Das ist der Hobby Maxia Venn 680 ET, um es genau zu sagen. Tja, kleine Anhänger gibt es natürlich auch. Hier kommen wir zur gehobenen Preisklasse. Macht mich aber neugierig. Dieser Alkoven, der interessiert mich, da gehe ich jetzt mal rein. Alkoven und Hexitz-Gruppe, das passt. Dazwischen ist der Fernseher verbaut. Gegenüber die Küche. So, gehen wir mal zum Doppelbett. Auf dem Weg zum Doppelbett kommt man an der Dusche vorbei. Und an der Toilette. Die liegt natürlich gegenüber. Hallo, da bin ich. Direkt doppelt. Das war der Palace Alkoven 80er L. 8,20 Meter lang, noch relativ kompakt, 3,50 Meter hoch. Wechseln wir von Morello zu Concorde. Ein Carver und ein Charisma ist hier zu sehen. Es sind die Aussteller aus der Region, die hier die Fahrzeuge ausstellen. Ja, die haben hier auch was, diese Anhänger. Oh ja, wie Prospekt jetzt gemacht. Le Voyageur, habe ich das richtig gesagt? Sieht sehr markant aus von vorne. Ja, das sieht sehr elegant aus hier drinnen. Und dann sah alles diesen Eimer rein.
Hier lieber Rio mit Hubbett. Auch für die Freunde der Minicamper haben wir hier was. Ja, ist das Mini oder Mikro oder Klein? Helft mir, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir noch ein bisschen auf die Technik. Wenn ihr sowas braucht. Wie gesagt, die Messe geht noch bis Sonntag. Ja, mit diesem Blick auf die Palme verabschiede ich mich wieder hier aus der Halle 3. Was bietet denn Ahorn? Rahmenfenster, Automatik 150 PS, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung. Klingt alles interessant. So, im Inneren das Übliche. Ein Kastenwagengrundriss. Es geht aber auch etwas größer. Kanada CE Plus heißt dieser. In alle zwei stehen überwiegend Kastenwagen. Tja, ein Mobilheim. Immobil, kann man sagen. Und so sieht es dann von innen aus. Nun bin ich in der Skandinavien-Welt. Hier laufen den ganzen Tag Vorträge, aber auch viele Reiseveranstalter sind hier. Ihr möchtet skandinavisch trinken oder skandinavisch essen, geht alles hier. So langsam komme ich zum Ende meiner Tour durch die Hallen. Das waren meine Eindrücke von der Reise Camping Essen. Wie gesagt, bis Sonntag könnt ihr hier noch hinkommen. Vielleicht konnte ich euch den einen oder anderen Tipp geben, was es hier zu sehen gibt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Tschüss.